Hallihallo, heute in dieser Folge 129 geht's um das Thema Raus aus dem Schatten. Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast Die Stimme für Erfolg. Mein Name ist Beatrice Fischer-Stracke und in diesem Podcast geht's um authentische Kommunikation. Auch darum, wie du als schüchterne Unternehmerin oder schüchterner Unternehmer in die Sichtbarkeit kommst. Ja, raus aus dem Schatten, so heißt meine Challenge, die jetzt am 28. November beginnt. 5 Tage, die sich mit dir und deinem Traumkunden beschäftigen und vor allen Dingen, die dich in die Umsetzung bringen. Ja, warum liegt sie mir so am Herzen? Ich muss sagen, das ist im Grunde ganz einfach, weil ich selbst einmal so war und lieber mich im Hintergrund gehalten habe, mich nicht rausgetraut habe, jedem Streit aus dem Wege gegangen bin. Und zum Teil bin ich ja immer noch so, aber ich habe mich sehr geändert, sehr gewandelt und bin viel selbstsicherer, voller Selbstvertrauen geworden. Und das will ich dir einfach auch weitergeben, wenn du auch zu dieser Kategorie gehörst, zu der ich mal gehört habe. Ich stand nie in der ersten Reihe oder sehr, sehr selten. Ich ließ häufig anderen den Vortritt. Ja, schließlich war man so erzogen. Vielleicht kennst du das ja auch. Dräng dich nicht vor, lass andere vor, stell dich hinten an, rede nicht zu viel und so fort. Schließlich will man ja auch keine Rampensau sein, oder? Das geht ja schon mal gar nicht. Ja, und deswegen liegt es mir wirklich so sehr am Herzen, Coaches, Berater, Solopreneure und andere Menschen zu unterstützen, die eben zurückhaltend und schüchtern sind. Und ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man viel weiß, kann und wenn man auch viel mitzuteilen hätte, sich aber immer in die hinteren Reihen stellt. Und ganz ehrlich, so gewinnst du weder Kunden noch einen guten Job. Wir, die zurückhaltend oder schüchtern sind, dürfen vor in die erste Reihe. Es ist sogar unsere Pflicht, denn andere Menschen profitieren von uns, von unserem Wissen, unserem Mut und unserer Unterstützung. Deswegen sage ich dir ja, du darfst ins Licht, zeige dich anderen und zeige anderen, dass es dich gibt. Und genau darum geht's in meiner kostenlosen Challenge Raus aus dem Schatten. Eigentlich ist es ja auch ein Workshop, denn du musst dann schon mitarbeiten. Es ist nicht nur so, dass du zuhörst und dich im Hintergrund vergräbst, sondern es wird jeder gefordert, wirklich ins Handeln zu kommen. Und jeder Tag hat ein anderes Thema. Erkläre ich dir gleich. Jetzt nochmal die Eckdaten. Am 28. November um 9.30 Uhr geht's los. Und dann jeden Tag die Woche bis zum 2. Dezember. Und am Samstag gibt's noch eine Q&A, eine Fragestunde. Und wenn du keine Zeit hast, ist das auch kein Thema, weil vielleicht bist du ja beschäftigt oder hast einen Job im Büro oder sonst wo oder hast Kunden, dann kannst du dir den Workshop im Replay in der Facebook-Gruppe anschauen oder du holst dir für kleines Geld das Bundle. Dann hast du das für ein komplettes Jahr, kannst du dir das anschauen, danach lösche ich es wieder, weil man weiß ja nie, wie die Situationen sich ändern und was es Neues gibt im Marketing. Aber ich kann dir sagen, nach dieser Challenge wirst du wissen, wie Kunden zu dir kommen und wo du sie findest. Und du wirst wissen, wie du sie ansprichst und auf welchen Wegen. Nämlich Wege, die zu dir passen, die man dir nicht aufdoktroyiert, sondern du wirst herausfinden, wie gehe ich in der Kundensprache um, wie komme ich an neue Kunden oder ich meine auch, wie komme ich an neue Jobs. Das ist ja auch so, wie gehst du mit deinem Chef um, mit deinem zukünftigen oder mit deinen Mitarbeitern. Da gibt es viele Wege und vor allen Dingen gibt es auch ein Wording, was du nicht benutzen darfst und was du benutzen solltest. Und das alles steckt in der Challenge drin. Du wirst aber auch nicht nur neu erkennen, was alles in dir steckt. Du wirst auch keine Freude am Versteckspiel mehr haben. Das kann ich dir auch versprechen, denn es macht nämlich Spaß, rauszugehen und in die Sichtbarkeit zu kommen, weil du wirst plötzlich entdecken, wie du wirkst auf andere, wie du, was du sagst. Und ja, das macht Spaß. Ja, ich zeige dir Wege und Möglichkeiten. Ich gebe dir Skills mit an die Hand, damit du deine Kundenansprache optimal gestaltest.
und du bekommst Methoden und Techniken. Ja, das ist das Highlight auch am Mittwoch, das ist der dritte Tag, die dich stimmlich präsenter und anziehender machen. Und du wirst da auch erfahren, welche Worte eben wirklich besonders powerful sind, die du öfter benutzen solltest, auch in deinen Texten und auch im Gespräch. Und ich kann dir sagen, das habe ich aus der Erfahrung von den anderen zwei Workshops, du wirst die Besonderheit deiner Stimme lieben lernen und kein Lampenfieber mehr haben oder nur noch so viel Lampenfieber, dass es dich richtig gut pusht. Du wirst dein Mindset und deine Energie höher schwingen lassen aus der Freude heraus. Aus dem Schatten treten, ja, wird für dich persönlich eine Challenge und du wirst das Licht der Sichtbarkeit schätzen lernen. Dein Mut wird nämlich belohnt und du ziehst damit deine Traumkunden magisch an, denn es ist ja so, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, Menschen kaufen von Menschen und Menschen kaufen, wenn sie Vertrauen haben. Und Vertrauen kannst du eigentlich nur erwecken, wenn du gesehen wirst. Die Menschen wollen wissen, von wem kaufe ich jetzt das und das Produkt oder die und die, das Training oder die Behandlung oder was auch immer. Sie wollen dich sehen. Sie wollen hören, wie du sprichst. Wie ist deine Stimme? Wie klingt die bei denen an? Und was sagst du ihnen? Was werden sie hinterher bekommen? Ja, das ist auch so ein wichtiger Punkt. Und dann gibt's dafür auch meine Facebook-Gruppe, in der du dich da täglich austauscht mit den anderen Teilnehmern und auch euch gegenseitig pusht und unterstützt. Das ist mir wirklich auch sehr wichtig. Alle sind natürlich in einem netten und sehr empathischen Ton. Also, wenn du dich anmeldest, ich stelle den Link hier unten in die Shownotes, dann kommst du direkt in die Facebook-Gruppe. Dort meldest du dich an und du wirst dann reingelassen. Jetzt sage ich dir noch ganz kurz den Ablauf der 5 Tage. Also am Montag, den 28. geht es los um 9.30 Uhr, immer um 9.30 Uhr. Und wie ich schon sagte, wenn du keine Zeit hast zu der Zeit um 9.30 Uhr, dann kannst du dir das Replay anschauen oder du kaufst dir das Bundle. Da kannst du hinterher auch alles dir nochmal angucken. Aber es wäre schon schön mit dem Replay, weil du dich dann auch in der Gruppe austauschen kannst. Also, erster Tag, da geht es nur um dich, nur um dich. Jeder Erfolg beginnt bei dir und nicht bei jemand anderem. Du bist die Ursache deines Erfolges oder Misserfolges. Und da geht es nur um dich am ersten Tag. Am Dienstag dann dreht sich alles um deine Traumkunden oder Kundinnen. Da schauen wir mal hin, näher, wer soll das sein, was muss der haben oder die Gruppe überhaupt, was passt zu dir und was soll nicht sein. Am Mittwoch bekommst du dann Methoden an die Hand, damit Interessenten zu dir Vertrauen aufbauen. Das, wie ich schon sagte, ist so richtig das Kernstück. Also da gehen wir wirklich, da plane dir ein bisschen mehr Zeit ein, bis zu 90 Minuten, ja, weil da wird es dann schon ein bisschen länger werden und da beleuchten wir dann das Stimmliche. Du kriegst ein paar Tipps mit, wie du deine Stimme besser klingen lassen kannst, wie du sie ein bisschen voluminöser machst und so weiter. Und dann natürlich gibt es Texter-Tipps. Das ist alles an diesem Mittwoch und es braucht ein bisschen Zeit. Dann plane dir wirklich ein bisschen mehr ein. Ja, dann am Donnerstag geht raus aus dem Schatten. Ja, mit Freude und Leichtigkeit gehst du raus und wir machen das erste Video oder eine Audioaufnahme, das überlasse ich dir, aber da geht es dann so richtig rein, da gebe ich dir auch nochmal Tipps an die Hand und da freue ich mich jetzt auch schon drauf, das wird ein ganz schöner Challenge-Tag. Und am Freitag, da wird es dann ein bisschen knifflig, da beginnst du wie Sherlock Holmes deine Spürnase einzusetzen. Wo befindet sich denn deine Traumzielgruppe? Welche Möglichkeiten gibt es, dass du sie findest und vor allen Dingen auch auf dich aufmerksam machst? Ja, und dazu, zu dem Ganzen, gibt es ein wirklich gutes Workbook, mit dem kannst du während der 5 Tage arbeiten und du bekommst auch Übungen dazu. So, das wäre es jetzt mal im Überblick.
Am Samstag würde ich auch noch gern ein Q&A halten oder werde ich halten. Das wird dann auf jeden Fall auf Zoom stattfinden. Vielleicht mache ich die anderen Tage auch schon auf Zoom. Mal gucken, wie es auf Facebook Live klappt. So, jetzt bitte ich dich, melde dich doch direkt an, weil du bekommst wirklich viel Input. Die Leute, die schon dabei waren, waren ganz begeistert. Die haben gesagt, das ist wirklich genau meine Challenge und haben auch die ersten Erfolge damit schon eingefahren. Und das hat mich natürlich sehr, sehr gefreut. Es haben sich auch Partnerschaften untereinander ergeben. Und das alles bietet dir so eine Challenge. Da hast du die Chance dazu, wirklich mal auch über deinen Schatten zu springen, aus dem Schatten rauszukommen und ja, in die erste Kundengewinnungsumsetzung zu gehen. Also ich freue mich auf dich. Ich verlinke dir den Eintragelink hier unten. Es kostet nichts, 0 Cent. Dafür gibst du mir deine E-Mail-Adresse und bekommst dann auch meine Newsletter und du kannst dich aber auch natürlich jederzeit und ohne Grundangabe nach der Challenge austragen. So, jetzt wünsche ich dir eine tolle Woche. Ich freue mich auf dich. Mach mit, denn es holt dich aus deiner Komfortzone raus. Und das brauchen wir alle, wenn wir Erfolg haben wollen. Disziplin und Power, bisschen Tätigkeit in die Umsetzung kommen, ja? Okay, also mach's gut. Raus aus dem Schatten-Challenge erwartet dich am 28. Und nächste Woche erwartet dich ein tolles Interview mit einer Macherin, mit einer ganz tollen Unternehmerin, nämlich Manuela Vollmer. Und da geht es auch um Kundengewinnung, geht um die Sichtbarkeit, geht auch vor allen Dingen auch wieder um LinkedIn, aber nicht nur. Also schau rein, hör rein und jetzt freue ich mich, wenn du dich anmeldest. Also mach's gut, ciao, ciao. Schön, dass du wieder dabei warst bei diesem Podcast Die Stimme für Erfolg, in der es nicht nur um Stimme geht, sondern um authentische Kommunikation. Deine Persönlichkeit, deine Stimme und deine Texte geben eine Einheit und zeigen dich so authentisch nach außen. Abonniere mich gerne oder trag dich in meinen Newsletter ein. Als Dankeschön dafür bekommst du mein Report 15 klickstarke Buttontexte. Und natürlich freue ich mich auch über eine 5-Sterne-Bewertung und eine Rezension. Schreib mir auch gerne deine Fragen, die du in einer der nächsten Episoden beantwortet hättest. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und viel Erfolg in allem, was du tust.